Servus Leute, willkommen zurück zu Mario 8 Deluxe 200 Kubikzentimeter. Die Booster Course Strecken, Pass Strecken, geh weiter. Wir spielen heute mit meinem Mii im Metroid Outfit, weil ich kenne ja nicht immer nur Rosalina spielt. Ja, mit meinem Mii. Ich habe keine Ahnung, wie die anderen sind. Geht weg, haut ab. Und wir spielen, ja, mit dem Metroid Dingens. Und Dingenskirchen, ich bin, glaube ich, ein schwerer Charakter, ne? Ja, Wir haben noch nicht benutzt das Ding hier. Ah, es ist scharfdriftend. Ah, nee. Lass mal stecken. Habe ich noch irgendwas nicht scharfdriftend, das ich nicht benutzt habe? Ey, Hilfe. Ja, das Ding. Okay, wir nehmen das Ding mit dem möglichst beschissensten Reifen, den wir kriegen können dafür. Wenig so viel. Ja, komm, nimm Knopf. Und als Gleiter nehmen wir... Hey, Gleiter nehmen wir... Die Wolke. Und wir spielen den Rübencup. Ich hoffe, ihr seid bereit. Ich bin es nicht. Sigu! Übrigens, ganz frisch ist, wenn ihr das seht, habe ich erst 2 Stunden vorher aufgenommen. Mal sehen, ob das überhaupt funktioniert hat mit dem Upload. Ob das mal 20 Uhr überhaupt da ist. Deswegen nehme ich heute auch nur eine Folge auf, weil sonst klappt das überhaupt nicht mehr. Also echt, wow. New York Speedway auf 200. Ja, gucken wir mal. Die bislang waren ja die Booster-Course-Strecken ein bisschen besser an die 200 angepasst. Mal sehen, ob es hier auch so ist. Gucken, was mein eigenes Mii kann, was Schraubslaufstrecke kann. Müsste doch Neues machen mit der Zeit, aber kein Bock. Wer ist eigentlich Erster? Wer ist mein Rivale? Er hat nicht aufgepasst. Gib's zu. Hab die Kurve nicht gesehen. Oh Gott. Dann haben wir Morten. Ach, Inkling ist vorne, okay. Inkling Boy. Ah. Ach, 2D oder was? Du bist. Du stinkst doch. Oh. Du stinkst nach Tintenfisch. Das ist ja auch ein Tintenfisch. Oh Gott. Hau ab. Platz 1 für Schraubsel. Aus dem Weg. Wow. Oh Gott. Nein, nein, nein! Oh Gott, yes! Guter Start in einen Grand Prix ist immer wichtig. Und Rosalina ist dabei auf Platz 6. Baby Peach, Lucky Two, Baby Daisy, Rosa Gold Peach, Yoshi, Cooper, Donkey Kong und Larry. Überlinge hier. Vielleicht werde ich die auch nochmal irgendwann spielen. Ja, aber ich mag die halt nicht. Die Babys noch viel weniger. Baby Mario ist okay. Kann man bringen. Mario's Piste 3 vom Super Nintendo. Irgendwann muss ich mal Super Mario Kart spielen. Nee, das wird dann richtig witzig, weil da kann ich nicht driften. Bin ich legit zu blöd zum Driften. Hätte ich jetzt überhaupt bremsen müssen? Ich bin echt ein Autofahren. Ich bremse manchmal, wo ich nicht muss, weil ich immer denke, ja, die Kurve kann man nicht so gut reingucken. Mach lieber ein bisschen langsamer. Kann nicht schaden. Lässt sich aber gut driften, die Strecke, muss ich sagen. Ey, muss ich ein bisschen korrigieren gerade? Ah! Zu früh losgelassen. Zu früh losgelassen! Aber doch, im Großen und Ganzen lässt die Strecke sehr, sehr schön driften. Jetzt sowieso, weil jetzt bin ich klein. Ja, genau. Doppelbestrafung. Baby Peach, bleib, wo du wohnst. Bleib. Bislang liefen die DLC-Strecken alle so gut. Das wird auch so bleiben. Oh Gott. Hau doch mal ab, du blöd Tintenfisch.
Ja, Mann, gut. Hier, Bombe. Schade. So, zwei Rennen, zwei Siege, 30 von 30 Punkten geholt und der Inklingjunge hat 24 von 24 Punkten. Next Race. Das läuft sehr, sehr gut. Bleibt dabei, die sind besser angepasst auf die 200. Kalimari-Wüste. Ich will immer Kalamari sagen. Habt ihr als Kind auch immer Kalamari statt Kalimari gesagt? Ich habe als Kind immer, und selbst heute mache ich es noch, Kalamari-Wüste gesagt. Kalamari-Wüste. Ich weiß nicht warum. Deswegen Kalmar, das kann sein. Riesentintenfisch. Das hat zwar hier nichts mit einem Riesentintenfisch zu tun, aber ist auch egal. Ich mag übrigens das Remake dieser Strecke sehr. Ich finde das Original schon cool, aber das hier finde ich fast noch besser. Na, ruhig Boost geben können, ne? Wäre es nicht so tragisch gewesen. Ist ja nicht so gut. Treffer versenkt. So, genauso wollte ich das. Gut, der Zug kommt jetzt hier nicht so häufig. Das ist mir auch schon aufgefallen. Aber ich glaube, es soll auch hier... Was? Alter, niemand trifft diesen Scheißzug. Außer mir. Ich wollte sagen, der Zug ist hier wohl nur noch Deko. Was ein bisschen schade ist. Merkt ihr was? Ich sag nichts mehr. Ich akzeptiere es einfach, wie es ist. Ich hab's einfach still und leise hingenommen. Niemand trifft diesen Scheißzug. Ich gleich zweimal. Aber ich habe euch den ganzen Verkehr aufgehalten. Ich habe keine Ahnung, was Morten geschafft hat. Er hätte eigentlich locker gewinnen müssen. Er hätte ganz locker nach Hause fahren müssen mit dem Sieg. Aber hey, der hat anscheinend gebremst zwischendurch. Oder da war irgendwas, worauf er ausgerutscht. Das kann natürlich auch sein. War Luigi Flipper, ja, da bin ich kein Freund von. Ich verstehe nicht, warum Strecke so beliebt ist. Das Ende ist interessant, aber der Rest ist einfach nur schnarchlangweilig. Aber das habe ich ja schon mal gesagt. Im 150. TTM-Part. Zu dem Ganzen hier. Und ich weiß, ich bin damit ein bisschen alleine mit der Meinung. Scheiße, ich werde bremsen müssen. Aber kein Item, das ist ein bisschen doof. Clever! Das war nicht so clever, ich weiß, aber ich wollte den Inkling ausschalten. Ich will jetzt den perfekten Run hier haben. 60 von 60 Punkten, 3 Sterne. Ja, toll, ich habe nichts gesehen. Hier. Dann mal. Arschloch, du Dreckiges! Du dumme Sau! Ich hasse dich! Oh, ich mach Tintenfischsuppe aus dir! Das gibt's doch nicht! Hau ab! Blöder Inkling!
Nee! Nee! Das ist jetzt nicht euer Scheiß. Das ist jetzt nicht euer Scheiß. Das ist jetzt nicht euer Scheiß. Nein! Das ist Betrug. Das ist einfach nur Betrug. Leck mich, das ist Betrug! Das war Betrug. Das war schlicht und ergreifend Betrug. Ich gehe jetzt rendern, Leute. In dem Sinne, vielen Dank fürs dabei. Ich fange Daumen drum, aber den Träumchen, sonst macht's nicht gut, macht's besser. Ja, euer Schraubsel. Ciao. Es gibt nicht mal einen Stern, weißt du? Wir hätten eigentlich 60 Punkte und 3 Sterne. Ciao.